Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in diesem Video geht es um Sofia, die Stadt, und wie es ist, dort Medizin zu studieren und was man alles dort machen kann. So, also in Sofia, das ist die Hauptstadt Bulgariens, dementsprechend gibt es eigentlich die beste Struktur, Infrastruktur des ganzen Landes dort. Es gibt natürlich auch andere Städte, wo man stehen kann, wie zum Beispiel Plovdiv, wie Pleven. Und das sind halt kleinere Städte. Plovdiv ist genauso gut wie Sofia, aber die anderen Städte sind halt kleiner und nicht ganz so gut wie die Universität in Sofia, was die Bildung angeht. Und zudem ist Sofia einfach eine Großstadt. Wenn man dieses Feeling haben möchte, dass man in einer Großstadt lebt als Student, dann ist Sofia genau die richtige Stadt. Denn für mich ist das so, dass es nicht eine so große Großstadt ist, dass man sich vollkommen verliert, sondern es hält sich im Rahmen und es ist immer noch eine Großstadt, wo man jeden Tag etwas entdeckt, ohne dass es einem nach 6 Jahren ausgeht, was zu entdecken. So, ich möchte jetzt, wir haben 2023, August, September 2023, und ich möchte euch einige Preise nennen, sodass ihr wisst, was auf euch zukommt. Thema Wohnen. Wenn man mit einer Person zusammen wohnen möchte, kostet das einem zwischen 300 Euro, es geht auch ein bisschen weniger, 290 Euro, 300 Euro, bis etwa 350, 360 Euro. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man eine gute Wohnung hat und nicht kleinere Wohnungen, die außerhalb der Stadt sind und man 1,5 Stunden zur Uni hinfahren muss. Und das sind wirklich gute Wohnungen, entweder um die Uni herum oder weiter im Süden, wo die meisten Studenten wohnen, und die kommen dann mit einer Linie, beziehungsweise eine Straßenbahn, Tram nennen wir das, zur Uni hin. Das dauert etwa 15 Minuten, 20 Minuten mit Gehweg vielleicht. Und es ist eine sehr gute Option, weil da sind Neubauwohnungen und um die Uni herum sind zwar Altbauwohnungen, aber das Gute ist, dass man innerhalb von 5 bis 15 Minuten Fußweg die Uni erreicht. Und jetzt zum Beispiel Thema Kino gehen. Ein Kinoticket kostet etwa 5 Euro. Kommt natürlich auch darauf an, welchen Film man sich angucken möchte. Es gibt ja auch einfache Sachen, die sind sehr beliebt. So Fast and Furious, die sind halt 7 Euro meinetwegen. Aber die meisten Sachen belaufen sich zwischen 4 bis 6 Euro, also Mittelwert 5 Euro. Und wenn man essen möchte, kostet das ungefähr 14 Euro, 15 Euro pro Person. Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise und Getränk natürlich. Wenn man mal zum Beispiel von Sofia nach Varna gehen möchte oder von Sofia nach Burgas gehen möchte, da sind die Strände am Schwarzen Meer. Da hat man sehr gute Möglichkeiten, man kann entweder mit dem Bus anreisen oder mit dem Zug da anreisen, und das ist auch sehr kostengünstig. Das Gute an Sofia ist natürlich auch, dass man gerade in Sofia, aber auch in Plovdiv, Autos mieten kann. Und diese Autos sind so, dass sie an der Straße stehen, so wie Carsharing zum Beispiel. Und man braucht keine Verträge, man muss nicht zahlen, sondern wenn man mal ein Auto braucht, steigt man ein, man fährt da, wo man hinfahren möchte und parkt dann irgendwo einfach an. Und es ist nicht so, dass man irgendwo einparken muss, wo eine Zone ist oder sowas, sondern man kann wirklich fast überall parkieren. Und das ist wirklich günstig für uns, denn es kostet auch weniger als ein Taxi. Und ein Taxi ist generell auch sehr günstig. Für Leute, die keinen Führerschein haben oder die sagen, ich traue mich nicht jetzt Auto zu fahren in einem fremden Land, die können ein Taxi bestellen, das kostet einige Euros. Es war früher viel günstiger, es ist durch die Inflation in die Höhe geschossen worden. Aber man kann sagen, dass man zum Beispiel von der, vom Terminal 2 am Flughafen, wenn man in die Innenstadt kommen möchte, ungefähr mit 11 Euro rechnen sollte. Und wenn man zum Beispiel zu zweit ist oder zu dritt ist, dann lohnt sich das ja, dann ist man bei 3, 4 Euro pro Person oder 5 Euro pro Person, und dann kommt man sehr, sehr kostengünstig in die Innenstadt. Und Thema Flughafen: Wizz Air und Ryanair fliegen von sehr vielen Städten direkt nach Sofia. Es ist halt so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist halt so, dass die meisten Flieger in Sofia repariert werden. Lufthansa hat auch da ein riesen Teil gemietet auf dem Flughafenplatz, und da werden halt die meisten Sachen von Lufthansa repariert. Ich meine, die anderen Fluglines gehen auch dahin, um die Sachen zu reparieren. Deswegen gibt es sehr viele Anbindungsstellen von verschiedenen Städten, von Köln, von Dortmund, von Berlin und so weiter und so fort. Und wenn man zum Beispiel auch von Sofia mal nach Malta, nach Zypern oder irgendwo hinreisen möchte für ein paar Tage, dann ist das problemlos möglich, denn man kann
für 15 Euro einen Flug buchen nach Bologna oder nach Rom oder wo auch immer. Und dadurch hat man auch wirklich, falls man so ein Typ Mensch ist, die Möglichkeit, viele Länder zu bereisen, obwohl man Student ist in Bulgarien. Des Weiteren ist wichtig zu erwähnen, dass gerade weil Sofia die Hauptstadt Bulgariens ist und sehr international ist, viele Leute aus vielen Kulturen dahin kommen. Aus Großbritannien, aus Dänemark, aus Schweden, aus Deutschland, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus dem Iran, selbst Kanada. Da kommen Leute her und man kann halt ein Social Network einrichten für sich selber und viele Leute aus vielen Ländern kennenlernen. Denn falls man mal sagt, okay, ich möchte jetzt auswandern, ich möchte jetzt nach Schweden oder nach Dänemark oder nach England, dann kann man gucken, welche Freunde man da hat und vielleicht können diese Freunde einem dann helfen. Und das ist ein super Punkt, warum man vielleicht doch eher im Ausland studieren sollte und warum so ein Social Networking wichtig sein kann. So, das war es erstmal mit dem Video. Falls ihr natürlich noch weitere Fragen habt, könnt ihr einen Kommentar da lassen oder mich auf WhatsApp anschreiben. Ich versuche die Fragen so gut es geht zu beantworten und bis demnächst.